So, hallo meine lieben Nuggets und willkommen zu einem weiteren Let's Play of Crunch Time United. Heute mal wieder am Freitag und ja, mit quasi der vorletzten Folge, bis es ins Wochenende geht mit WWE 2K17, dem Micro-Remote mit Jeff Hardy. Und ja, letzte Folge habe ich euch hier abstimmen lassen, ob wir Jeff Hardy denn als Face oder als Heel verkörpern sollen. Der hat relativ eindeutig Abstimmung ist relativ eindeutig für Face ausgegangen. Also werden wir natürlich Jeff Hardy als Face natürlich erstmal zumindest präsentieren oder ihn präsentieren lassen. Es kann sich natürlich auch noch während der Karriere ändern, das ist gar keine Frage. Wir wollen ja auch wahrscheinlich ein bisschen Abwechslung haben und nicht unsere ganze Karriere als Face spielen. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Auf der Rangliste 5 sind wir erstmal mit den Tag Team Championships mit unserem Partner Jane Jett und heute haben wir ja gleich mal ein richtiges Hammer-Match hier gegen Seth Rollins, wie wir sehen können. Und ja, da werden wir jetzt schon mal anfangen, die Show zu starten. Und ja, schauen wir einfach mal. Wir können hier eine Promo machen oder einfach nur unser Match starten. Aber ich denke mal, wir sollten erstmal ganz normal unser Match spielen. Wenn ihr natürlich Ideen habt gegen einen Superstar, welchen bestimmten Superstar wir eine Fehde starten sollen, dann einfach mit dem Hashtag und den jeweiligen Superstar, also zum Beispiel, wenn wir gegen Seth Rollins eine Fehde starten sollen, dann einfach Hashtag Seth Rollins und ja. Ihr könnt natürlich jeden nehmen, der hier in diesem Spiel natürlich vorhanden ist. Gar keine Frage. Ja, dann drücken wir erstmal auf OK. Die Musik muss ich euch wahrscheinlich leider rausschneiden, weil das wahrscheinlich wegen der GEMA nicht gehen wird. Und ja, schauen wir einfach mal. So. So, dann nehmen wir das mal schnell raus. Aber wir können es auch überspringen, das ist natürlich noch besser. So. Dann überspringen wir die ganze Sache mal schnell. Und ja. Lassen jetzt hier mal das Intro durchlaufen natürlich, soweit es geht. Und ich muss leider die Musik, wie gesagt, rausnehmen wegen der Gamer. Das hat ja auch schon Sachen mit den, dementsprechend mit den Einzügen. Deswegen kann ich die ja auch nicht durchlaufen lassen, was immer ja, relativ ärgerlich ist. Also so Einzüge, finde ich, gehören immer gerade zur WWE dazu. Und das ist natürlich immer sehr, sehr ärgerlich. Ja, auch das Feuerwerk jetzt hier, wie wir sehen können, zu jedem Start natürlich der Show. Und ich denke, jetzt können wir wieder den Ton hinzufügen und jetzt haben wir auch wieder Ton hier. Ja, das ist immer sehr, sehr ärgerlich, gerade mit der Gamer, wie ich bereits erwähnt habe. Wir sind hier in Hamilton und ja, werden hier in Hamilton unser erstes Match absolvieren und dann gleich so ein Hammer-Match gegen Seth Rollins, was auch Michael Cole hier im Hintergrund natürlich sagt. Und ich hoffe, wir können uns ganz gut verkaufen. Haben jetzt zurzeit einen 66er Overall. Also, naja, nicht so dufte, sag ich mal. Die ersten Matches simulieren wir natürlich, bis wir natürlich dran sind. Und jetzt sind wir dran. Ich hoffe, ich habe den Einzug ausgemacht. Wenn nicht, muss ich das. Müsste ich das rausschneiden. Rausschneiden nicht, aber dann müsste ich kurz wieder den Ton wegmachen. So wie wir es bei den Showbeginn getan haben. Und ja, da schauen wir da einfach mal. Ich hoffe natürlich, dass der Entrance aus ist. Ich war natürlich letztes Mal wieder und die erste Szene. Walking past all the other superstars and gotta give the cold shoulder there to those two. This is gonna be a great match. So, da haben wir uns auch schon zum ersten Mal gezeigt und jetzt wird hier nochmal angezeigt, dass wir gegen Seth Rollins heute Abend kämpfen müssen und das ist natürlich, ja, Seth freaking Rollins ist natürlich eine schwierige Aufgabe, aber wir wollen uns natürlich mit dem Besten messen und natürlich so schnell wie möglich ein Titelmatch kriegen, das ist doch gar keine Frage. Und ja, dann schauen wir einfach mal, werden wir den Einzug jetzt hier mal schnell rausbringen, also am besten schnell weiterskippen, so dass uns da die GEMA keinen Strich durch die Rechnung machen kann. So. Das dürfte hoffentlich geklappt haben. Und dann geht's auch schon los mit dem ersten Match, meine lieben Nuggets. Hier gegen Seth Rollins. Und ich bin gespannt, wie wir uns schlagen, ob wir gleich schon einen Sieg einfahren können. Obwohl Seth Rollins natürlich vom Overall deutlich besser ist, aber davon lassen wir uns natürlich nicht unterkriegen. Und der erste Konter hier von Seth Rollins. Knee Drop gegen den Kopf. Und ja, letztes Mal habe ich euch ja gefragt, Standing Moonsault hier von Seth Rollins. Wir können erstmal nichts kontern bis jetzt, denn also es wird uns noch nichts angezeigt, was ich eigentlich jetzt nicht so richtig nachvollziehen kann. Letztes Mal habe ich euch ja gefragt, so jetzt können wir ja nicht mehr aufstehen.
ich euch ja gefragt, wer euer Lieblingswrestler ist. Und da waren ja sehr, sehr viele verschiedene Reaktionen. Hat mich gefreut, dass ihr immer noch so fleißig mitmacht. Und auch, dass ich ja die ein oder anderen Leute schon auf meinen Kanal begrüßen konnte. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Und macht natürlich weiterhin Spaß und motiviert einen. Jetzt in letzter Zeit kam mir nicht so viel auf meinen Kanal, war zeitlich bedingt. Hat nichts mit Crunchtime United oder so zu tun, wie es einige vermutet haben. Aber ja, es war einfach ein bisschen stressig in der Woche und da hatte ich jetzt keine Zeit, da jetzt gewisse Sachen vorzuproduzieren. Und deswegen wird es aber in der kommenden Woche auch wieder auf meinem Kanal, gerade im FIFA 17 The Journey Folgen, wieder geben. Aber zurück jetzt zum My Career Modus. Schöner DDT hier auf den Airport draußen gegen Jeff Hardy. Und ja, heute, wo ich das aufnehme, das ist der Sonntag, steht ja auch das Pay-Per-View an, Elimination Chamber, das ja sehr, sehr lange nicht mehr war, das sehr, sehr lange Pause gemacht hat und ja, da bin ich mega gespannt, gerade in den Championship-Matches, obwohl ich irgendwie nicht glaube, dass da der Titel wechselt. Also ich denke, John Cena wird als, ja, als Champion zu WrestleMania fahren, also leider auch, wenn ich, wie gesagt, ja gut, das habe ich jetzt schon fast jede Folge erwähnt, aber kein John Cena-Fan bin, habe ich die arge Befürchtung, oh, schönes Suplex jetzt hier, dass John Cena da einfach als Champion ja, zu WrestleMania fahren wird. Oh, jetzt haben wir ihn schon wieder gegen die Ringtreppe, jetzt wollen wir wieder reingehen und mal ein bisschen fürs Publikum taunen. Nur das ist der erste Sieg, ich habe das gar nicht mitbekommen. Durchaus zählen gegen Seth Rollins. War nicht so gewollt, aber ja, was soll's. Lass ich einfach mal so stehen und ja, das bringt natürlich auch noch Zeit für ein zweites Match, denke ich mal. Erstes Match, erster Sieg, ja, ist vielleicht nicht die feine englische Art, gerade als Face, aber nun gut, nehmen wir trotzdem an. So, der Ringrichter war gerade in uns drin verbuggt, aber gut, was soll's. Ja, war natürlich glanzlos das Match, gar keine Frage. Kontere den Signature des Gegners, war die Aufgabe der Authority. Also von Triple H, aber als Face, ja, passt das nicht so wirklich, würde ich sagen. Wenn wir uns da mit Triple H quasi abgeben. Und ja, das war der erste Sieg, meine lieben Nuggets. Das ging schneller als erwartet. Und mal gucken, ob wir gleich bei SmackDown am Dienstag wieder eingesetzt werden. Und dies ist der Fall, diesmal gegen Baron Corbin. Also schon ein richtiges Kraftpaket sozusagen. So, dann werden wir mal kurz wieder den Ton wegnehmen. Entschuldigt das bitte, aber wie gesagt, ich denke, es wird nicht anders gehen. Und dann starten wir mal wieder das Show-Intro, dass ihr das auch mal sehen könnt von SmackDown. Leider kann ich das nicht ausschalten bzw. nicht wegskippen. Ist natürlich in einer Linie sehr, sehr ärgerlich. Keine Frage, vor allem, weil man immer dann den Ton wegnehmen muss. Aber vielleicht schneide ich das auch in den nächsten Folgen mal raus. Ihr könnt ja da auch mal gerne schreiben, wie ich das machen soll, ob ich da weiter den Ton wegnehmen soll. Oder ob ich das einfach rausschneiden soll. Ich, ja, ich überlege mir da auf jeden Fall was. Keine Frage. Jetzt gegen Baron Corbin wird es natürlich auch nicht gerade leichter, aber denke ich mal deutlich leichter als gegen Seth Rollins. Ich hatte gerade irgendwie die Uhr mal so gar nicht im Blick. Jetzt in Memphis, Tennessee sind wir hier und ja, fraglich, können wir unseren zweiten Sieg einfahren? Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage. Und ja, ich bin mir nicht so sicher, wie gesagt, ich habe das echt total verplant. Gerade jetzt gegen Seth Rollins da mit den Auszählen. Und da kam ja eigentlich sogar Glück, dass es kein Double-Count-Out war, dass wir da gerade nochmal rechtzeitig in den Ring gekommen sind. Aber ja, nun gut. Den Sieg nehmen wir natürlich gerne mit. So, dann schauen wir mal gegen Baron Corbin. Entrance skippen wir natürlich wieder weg. Das hat ja rechtliche Gründe. Ist vielleicht auch relativ verständlich. Vielleicht kann ich ja auch nochmal nachschauen, ob wir da den Entrance komplett erstmal ausmachen können. So brauchen wir nicht immer die ganze Zeit wegskippen. Kommen hier mit einem schönen Vorarm gegen Baron Corbin und sagen gleich mal, wer Chef im Ring ist hoffentlich. Irish Rip gegen den Turnbuckle. Und das sieht doch ganz nach unserem Dropkick aus. Und das ist er auch. Und er geht auf jeden Fall durch. Baron Corbin. Ich glaube, wir können noch nicht rausspringen. Schade. Das ist, glaube ich, erst ab einer bestimmten Fähigkeit. Weiß gar nicht so richtig, wie ihn geschieht. Also geht richtig gut los für uns, das Match hier. Und hier werden wir aber ihn gleich mal jetzt in den Ring befördern, dass das nicht noch ein zweiter Countout wird. Eieiei. War schon ein bisschen komisch. Oder er erledigt das schon. Aber wir prallen hier gegen den Ringrand quasi.
Und ja, Baron Corbin übernimmt jetzt hier in diesem Match erstmal die Kontrolle und zeigt seine Dominanz. Jetzt sind wir bei 6 und ich hoffe, wir können jetzt hier endlich mal kontern oder so. 7, Baron Corbin lässt sich Zeit auf jeden Fall und ich möchte nicht, dass es einen Doppelcounter gibt. Wir können kontern und jetzt gehen wir mal in den Ring. Und gehen wir wieder raus, dass wir jetzt hier wieder von vorne anfangen. Oder wie geht's? Schöner! Ich glaube, das war ein Enzo Ighiri. Ein harter Enzo Ighiri gegen Baron Corbins Kopf und jetzt kuscheln wir mit dem Ringrichter. Ja, verstehe ich eigentlich nicht gerade. Also, war nicht meine Absicht. Wahrscheinlich stand er davor und ich habe aus Versehen gegriffen. Das wird es wahrscheinlich sein. Und jetzt bearbeiten wir schön den rechten oder linken Arm von Baron Corbin. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt, hier auf Körperteile zu gehen. Gerade gegen so einen schweren und massiven Gegner wie Baron Corbin. Sieger der Andre the Giant Trophy. Da ist er immer noch stolz drauf. Gerade in seinen Vorstellungsintros zeigt er das ja immer noch. Konter von Baron Corbin. Und jetzt kommt der Schlag in die Rippen. Oh, schöne Aktion hier von Baron Corbin, der jetzt zeigt, wie viel Kraft er da besitzt. Und wir können jetzt wieder kontern, Gott sei Dank. Weil ich glaube, wenn Baron Corbin erstmal in Fahrt kommt, ist das nicht so eine gute Aktion. Kontert hier unser Body Slam. Mit einem Move, den The Miz sehr, sehr häufig nimmt. Aber am Boden im Kontern sind wir stark, auch wenn wir erstmal nur ein 66er Overall haben. Komm jetzt hier mit dem Close Line gegen Corbin. Und der nächste Enzo Ighiri Kick, wieder an den Kopf. Schöne Aktion da, Baron Corbin ganz, ganz gut im Griff. Bis jetzt gefällt mir das sehr gut. Gut, am Anfang draußen hat er so ein bisschen Armdrag jetzt hier von Corbin. Konnte er so ein bisschen das Heft für kurze Zeit in die Hand nehmen. Und Backbreaker jetzt hier von Corbin. Cover angesetzt, aber Rope Break in den Seilen. Und das hatte ich jetzt zum ersten Mal in WWE 2K17 mit dem Rope Break. Jetzt geht unser Body Slam auf jeden Fall durch. Und ja, Jeff Hardy, ein Highflyer vor den Herren, muss natürlich vom Top Road kommen. Und der sah für mich erst so ein kleines bisschen nach so ein Fail aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass der durchgeht. Naja gut, nehmen wir einfach mal so hin. Zweiter Body Slam gleich hinterher gegen Baron Corbin. Und das Knee kommt auch hinterher. Haben unseren Signature jetzt bereits. Der geht auch durch, das freut uns natürlich. Und wie gesagt, auch gerne, jetzt müssen wir erstmal gucken, ob unser Finisher durchgeht. Der geht auf jeden Fall durch, das ist doch sehr, sehr erfreulich. Sehr, sehr gerne Finisher-Vorschläge oder Signature-Vorschläge in die Kommentare. Aber ich habe das Gefühl, dass das noch nicht reicht gegen Baron Corbin. Wir versuchen es einfach mal. Gerne in die Kommentare. Ob wir da der Twist of Fate, ob das der Twist of Fate bleiben soll. Und das ist der zweite Sieg gegen Baron Corbin. Er kommt nicht mehr raus und wir, ja, würde ich sagen, setzen hier mal ein deutliches Ausrufezeichen. Sehen auch hier nochmal ein paar Highlights von unserem Match. Und zweiter Sieg im zweiten Match. Können die ganze Sache hier unterbrechen, aber da wir im Face sind, werden wir das natürlich nicht machen. Zeige mindestens ein 4-Sterne-Match gegen Baron Corbin. Das haben wir leider nicht erreicht. Dafür war das Match zu kurz. Obwohl ich ehrlich gesagt damit gerechnet hätte, dass ein Baron Corbin aus diesem Cover auf jeden Fall noch rauskommt. So, jetzt haben wir noch ein bisschen was zum Simulieren. Sin Cara gegen Seth Rollins, das Main Event. Komische Sache, gerade wenn Sin Cara im Main Event steht. Aber nun gut, die WWE macht ja nicht immer alles richtig. So, die erste Woche haben wir dann quasi auch schon geschafft. Im Mai beginnen wir hier. Und bei Raw haben wir unser erstes Tag Team Match mit Jaden Jett. Ja, das ist doch schon mal eine sehr, sehr erfreuliche Sache. Sieht auf jeden Fall gut aus. Und ich denke, gegen die ehemaligen Primetime-Players Darren Young und Tatis O'Neill, die sich ja jetzt ganz schön in die Wolle haben, sozusagen. Wenn man jetzt von der aktuellen WWE spricht. Und ich denke, das ist ein Titel, ein richtungsweisendes Match, gerade weil es um den, ja, ich denke, in der Rangliste um die WWE Tag Team Titel geht. Wir können ja jetzt mal schauen. Wir sind auf Platz 5. Auf welchem Platz denn, Tatis O'Neill und Darren Young sind, also die ehemaligen Primetime Players, sind auf Platz 2. Also ein sehr, sehr wichtiges Match, meiner Ansicht nach. Ist auf jeden Fall richtungsweisend und, das werden wir auf jeden Fall, Paul Heyman Herausforderung können wir natürlich noch nicht annehmen. Das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge spielen, also nächsten Freitag schaltet auf jeden Fall wieder ein. Bei Crunchtime United hier. Wird ein sehr, sehr wichtiges Match gegen Darren Young und Tatis O'Neill. Ich bin gespannt, also ich bin da eigentlich heiß wie Frittenfett, aber ja.
Da müssen wir wahrscheinlich noch eine Woche warten. Ja, tut mir wie gesagt nochmal leid wegen des ersten Matches gegen Seth Rollins. Da hätten wir natürlich ein schönes Match eingespielen können. Und ja, meine lieben Nuggets, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid natürlich auch beim nächsten Mal wieder dabei und schaut nachher auch um 18 Uhr rein. Da ist die Sid wieder dran mit College Football. Könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ich würde mich auch sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr mal auf meinen Kanal vorbeischaut, gerade da ich jetzt wieder aktiver bin. Und da vielleicht mal ein Abo unterlässt, wenn euch die Sachen gefallen, verlinke ich euch jetzt hier zum Schluss. Und ja, meine lieben Nuggets, auch wenn ihr natürlich ein Abo auf Crunchtime United hinterlässt, freue ich mich sehr, sehr darüber. Und ja, auch wenn ihr Sachen zum Beispiel habt, Verbesserungsvorschläge etc., schreibt das gerne in die Kommentare, bin ich immer sehr, sehr offen dafür. Und ja, meine lieben Nuggets, dann war's das. Ich wünsche euch ein sehr, sehr nices Weekend und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Nächsten Freitag um 14 Uhr hier auf Crunchtime United. Euer Grisi. Ciao, ciao.